mich. Okay. Wie kommen wir da jetzt heile rüber? Das ist eine sehr gute Frage, oder? Weiß nicht, ob man... Ne, ich weiß gerade wirklich nicht, wie man da rüberkommen könnte. Weiß nicht, wenn wir hier... Wir hatten doch noch dieses... So. Kriegen wir das denn? Das kriegt man bewegt, okay. Okay, Link erfriert halt sofort, ne? Gar keine Chance, glaube ich. Okay. Oh, doch. Was ist das denn für ein alter Tempel? Meine ganzen Waffen gehen zugrunde. Saumäßig interessant. Was ist hier drin? Eine Schneesturmhose. Diese rituelle Hose aus der uralten Zeit ist aus einem kälteerzeugenden Material hergestellt und soll in sehr kalten Gebieten Kälteangriffe ermöglichen. Ja, mega nice. Wie cool ist die denn? Okay, dann gibt es ja wahrscheinlich das ganze Set dann hier, oder was? Oh. Ah, nein. No! Ich wollte gerade noch was essen. Haben wir jetzt die Hose noch bekommen, oder nicht? Shit. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Sehr gut. Wie geil sie einfach aussieht. Fesch. Okay, los geht's. Komm. Nein. Okay, können wir vergessen. Lasst uns das so machen. Wieder zurück zum Karuga-Turm. Am Karuga-Pass. Und von dort aus vielleicht dann die leuchtenden Säulen ansteuern. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir haben jetzt einfach nur so ein paar plumpe Nebenaufgaben. Aber Rüstung hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Die hätte ich jetzt hier wirklich nicht erwartet. Oh, Batterieleistung lässt nach. Naja. Wenn man hier einmal richtig zocken will, ne? Aber gut, der andere Controller dürfte noch am Laden sein. So, ja, ich esse jetzt gerade mal roh. Die ganzen Sachen. Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. So, bring mich rüber. Wenn wir hier das komplette Set jetzt bekommen, ist ja naheliegend, oder? Also, wenn es ein Schneeset noch gibt, dann bitte in den Hebrabergen. Was sollen wir in einem anderen Ort schaffen damit? Laufen jetzt hier einfach mal querfeld durch.
Und wisst ihr, was wir dann mal noch machen können? Wir könnten dann mal noch die Amiibo-Figuren nutzen. Wir könnten gleich dann auch mal die offizielle Tears of the Kingdom Amiibo ausprobieren. Denn dort kriegt man ja das Segel noch. So, okay. Sind wir schon auf der Höhe, oder? Wo müssen wir hin? Wir müssen hier hoch. Ach, hier ist wieder so ein Baum, aber diesmal ist er verwelkt. Oh. Oh. Excuse me? Komm schon. Greif mich nicht an. Das sollte nur ein Schreckschuss sein. Ich will dich nicht töten. Wenn du mich nicht angreifst, greife ich dich auch nicht an. Oh, oh, greif mich an. Komm. Entspann dich mal. Okay, tu den erledigt den Rest. Tut mir leid. Werd wegen dir hier nicht Game Over gehen. Geh doch einfach. Okay, dann gehe ich. Ich will dem nichts tun. Haben wir hier ein Lager? Von oben hat jemand geschmissen. Was? Ich hätte doch jetzt einfach nur dieses Sprengstofffass habe ich gerade angeschossen. Irgendjemand hat gerade von oben geworfen. Wer war das? Das will ich jetzt wissen. Das war ja gerade jetzt unverschämt. Naja, wenigstens haben wir den Bär jetzt nicht mehr so aggro. Wir könnten aber mal versuchen, ob wir auf dem reiten können. So. Komm, wir probieren es nochmal. Oder so. Diesmal war ich es aber nicht. War's das schon? War das das komplette Oh. Okay. Was? Irgendwelche coolen Waffen oder so? Also Waffen sind aktuell immer noch Mangelware. Ich glaube, die müssen wir wirklich dann craften. Okay. Gerade von gesprochen, schon eine Waffe bekommen. Auch alles nur schwächer. So. Lass gucken, was ist hier? Entdeckt. Höhle am West-Oronini-See. Okay. Was haben wir hier Schönes? Leuchtpilze, Frostlinge. Lassen wir mal die Fische Fische sein. Komm, hier gibt es doch ein komplettes Set. Wow, oh, okay. Für Blinde. Weißer Vogel weiß den Weg. Sehr gut, auch geschafft. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir jetzt so ganz zufällig drauf stoßen. Bin gespannt. Was machen wir hier drin?
Hebelkraft. Okay. So. Ich würde mal behaupten, dass wir... Fällt es runter? Nee, fällt nicht runter. Okay. Sagen, dass wir das irgendwie darüber katapultieren müssen, oder? Ja. So wird's sein. So. Und? Okay, das passt ja nicht. Aber wie, hä? Dann vielleicht von hier oben aus, ne? Ist vielleicht ein bisschen mehr Schwung. Okay, gut. Jetzt noch ein Verlängerungsstück. So. Verbinden. Das war ja recht einfach. Ja, und? Nein! Okay, war vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Probieren wir es so rum. Nee, das will ich nicht verbinden. Sauber. Dasselbe machen wir jetzt nochmal mit uns als Kugel. So. Perfekt. Aber gibt's hier auch eine... Ah, ich wollte gerade sagen. Es muss ja hier auch eine Truhe geben. Ba, ba. So. Kann ich hier mit Deckensprung arbeiten? Kann man nicht. Kann man nicht. Scharfe Medizin. Kälteschutz. Als ob wir das jetzt noch bräuchten. Aber cool. Cool gemacht. Und? Okay.
Perfekt. Ich finde die Hose immer noch so stylisch. So geil. Richtige Schlaghose. Ein Segenslicht, das erste. Noch drei und dann machen wir den Ausdauerkreis zu. Okay, Leute. Jetzt können wir gucken. Ich habe mir jetzt gerade die Tears of the Kingdom Amiibo geholt. Und will das jetzt mal mit euch ausprobieren. Das machen wir jetzt gerade mal hier in der Höhle. Ah, können wir nicht machen. Wir gehen erst raus. Gehen erst mal raus ins Freie. Aber ich finde es so cool, dass wir hier gerade einfach mal auch die Nebenaufgabe noch mit erfüllt haben. So witzig. So. Okay. Oh, schön, es ist wieder hell. Hell und freundlich, so wollen wir es haben. So, jetzt sehen wir aber die anderen Dinger nicht mehr, oder? So, oder? Die sehen wir doch jetzt zu dem Zeitpunkt. Ne, sehen wir nicht mehr. Bedeutet, wir müssten erst wieder zurück zu dem Kirschblütenbaum. Man kann es nicht mehr sehen. Aber das Set will ich auf jeden Fall noch komplett haben hier. Jetzt muss ich gerade erstmal gucken, wo war denn das? Da unten. Okay. Aber lass gerade mal ausprobieren. So. Hier ist ein schattiges Plätzchen. Was ist da los? Ah, hier ist blöd. Ich sehe ja nicht, wo die Kiste hinfällt. So. Okay, also. Die Tears of the Kingdom Amiibo. Das kriegen wir schönes. Erstmal noch ein paar Pilze. Und ein Ritterschwert. Sehr gut. So, okay. Perfekt. Wir könnten die ganzen anderen Amiibos auch eigentlich noch alle verwenden und gucken, was wir so kriegen. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass ich dadurch einen großen Vorteil im Spiel habe. Eigentlich Quatsch, weil wir kriegen ja im Endeffekt nur Ausrüstung dadurch. Aber wir könnten sie halt gut gebrauchen. Aber ich glaube, ich warte damit noch ein bisschen, bis wir ein bisschen weiter im Spiel sind. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Wir sind zurück am Kirschblütenbaum. Oh. Die Gerudo-Dame ist auch nicht mehr da. Was passiert eigentlich, wenn wir dort einen goldenen Apfel reinlegen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was passiert dann? Okay, 1, 2, es sind noch 4, 5, 6. Okay, es sind genauso viele wie sonst auch. Am Turm waren wir und weiter oben waren wir eben noch nicht.
So, wenn wir aber vom Turm her aus gehen, dann könnten wir es schneller abfliegen. Okay. So, ab in die Höhe. Wir waren hier auch, glaube ich, überhaupt noch nicht, ne? Von den Himmelsinseln her, ich glaube nicht. Doch, das war mit dem Konstrukt. Okay. Den ersten habe ich, den zweiten haben wir auch. Der erste war mit dem... mit der Höhle. So, wir reisen aber jetzt mal hier hin. Genau, da wo man hier diesen... in diese Höhle reinfallen kann sogar. Bekannt vor. Donnerblumen. Sagen, hey, sind wir nicht hier hochgelaufen, als wir Tulin gesucht haben? Oder meine ich das jetzt nur? Hundertprozentig ist das diese Höhle hier. Oder? Werden wir hier nicht überleben, wenn wir hier jetzt eine Bombe zünden. Ich weiß nicht, haben wir... doch, müssten wir. Wir müssten hier dieses Flammenwerfer-Ding noch... perfekt. So, Synthese. Nein, war keine gute Idee. Ich hab nicht gesehen, dass da oben auch noch so Dinger sind. Aber was... was hat er nicht jetzt zu heißen, dass es überall sowas geben muss? Irgendwie eine Hose oder irgendwie sowas. Das hat ja hier keiner zugesichert. What the hell? Oh, ich Vollidiot. Oh Mann. Ich habe jetzt gedacht, der würde nicht so schnell loslaufen. Wie doof kann man sein? Fehler? Ja. Okay, ah. Echt jetzt? Jetzt komme ich nicht mehr zurück, jetzt sind die Dornen wieder alle. Ja, okay, es ist die Höhle, wo Tulin drinne war, definitiv. Deswegen lasst uns mal wieder an die Oberfläche zurückkehren.
Perfekt. Kommen wir nämlich jetzt direkt zum nächsten. Achso, okay, das war das. Ach, hier, guck mal. Seht ihr hier? Hier waren wir schon. Das ist die Höhle. Und da wird sich ja jetzt in der Höhle an sich nichts mehr geändert haben. Alles klar. Hier unten das? Was war da? Warum leuchtet's hier? Ah. Höhle an der Kaliberspitze. Okay. Hier kommen wir definitiv nicht rüber. Moment. Nicht unbedingt. Auf den Boden. Geht das unter? Oh. Ich bring mich hier echt noch um. Nein, es geht nicht unter. Sehr gut. Okay. Das wird nicht klappen, wie ich mir das vorstelle. Müssten es dann verlängern. Wobei, wartet mal. Wir haben doch im Tempel, haben wir doch auch sowas gehabt. Da haben wir mit den Eisstäben hier gearbeitet. Geht das denn? Ist auch fast noch zu. Ich sagen, das muss doch aber jetzt langsam mal funktionieren, oder? Noch zu kurz. Noch zu kurz. Das noch miteinander verbinden. Sehr gar nicht. Mir aus auch so. Irgendwie muss es ja funktionieren. Hups.
dass wir irgendwie auf die andere Seite kommen. So. Wenn wir es jetzt auch noch schön zusammengebaut hätten, dann wäre es ja perfekt gewesen, ne? Nicht so ganz hin. Wie ich mir das vorstelle. Ah! Oh Gott. Er erfriert halt auch instant sofort. Meine Güte. Wahrscheinlich jeder von uns wird da direkt drauf gehen, aber wie zum Henker soll das denn anderweitig funktionieren? Sekunde. Ich hätte noch eine Idee. Haben wir hier so ein... Ja, sauber. Und ich mache hier so lange Faxen. Reicht doch auch so. Völlig aus. So. Müssen es nur noch... gerade hinbekommen. Perfekt. Genau so. Was war das denn? Das kann aber jetzt nicht alles gewesen sein, oder? Weil das so schwer ist, wahrscheinlich, vom Gewicht. Ah, wie fies. Ah, wir haben noch... Perfekt. Wir schleppen... wir schleppen jetzt einfach alles hier in diese Höhle rein. Ist mir jetzt egal. So, komm. Wir müssen das jetzt irgendwie ausprobieren. So. Jetzt eben noch gucken hier bei dem. Ja. Können wir den noch jetzt drehen? Das müsste doch klappen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, es ist schon ein Stück besser. Okay. Nicht so ganz, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, aber wir sind da. Die Frage ist jetzt nur, für was hat sich das jetzt hier gelohnt? Das habe ich doch jetzt nicht gemacht, nur wegen ein paar Erzen, oder? Hallo? Okay. Das habe ich jetzt gemacht wegen ein paar Erzen. Das war's, sonst nichts. Na geil. Okay, raus hier. Das glaube ich jetzt alles nicht.